So, Freunde, One Piece Live Action ist endlich gedroppt. Wir haben in Squad alle Folgen am Stück geschaut und hier ist ein kleiner Zusammenschnitt von unserer Reaction. Leute, lasst nur noch oben da Abo auf dem Kanal, schreibt mir eure Meinung zu One Piece Live Action in die Kommentare und wir gehen rein. Eine Welt voller Geheimnisse und voller Gefahren. Meint ihr, wir sehen schon Urushiga in der ersten Staffel? Gold Roger! Craig Roger! Kann alle, die töricht genug oh, Dragon! In seine Fußstapfen treten zu wollen! Johnny Depp. Gold Roger! Du wurdest zum Tod verurteilt für die Verbrechen der Piraterie. Einfach Gas, Digga. Alle hören das Chat. Alle hören Gab Cloud. Roger ist echt old, Alter. One Piece to you! Mein Schatz liegt irgendwo da draußen. Wo? Grand Line, neue Welt, wo? Boah, krass. Nani? Oh, war das Smokey? War krass, gab's Reaction, finde ich ein bisschen weird, ne? So, zu Miss Roger im Gespräch war schon ein bisschen anders, als die Dynamik eigentlich ist. Der Karibik 5. Ich bin gespannt. Jetzt ein Ab. Oh, ein Abschlauchen jetzt. Abschlauchen. Ey, der Schuh sieht geil aus. Nicht direkt aufs Meer hinaus. Ich kann nämlich nicht schwimmen. Die Stimme ist perfekt. Er ist echt krass. Aber du verstehst schon. Und dann werde ich der König der Piraten! Oh, das iconic Schlauch. Ja, ja, ich liebe das, ne? Also, was sagst du? Der Vogel ist so geil, Digga. Kann ich nicht zählen? Ja. Echt krass. Ja, die werden auch Chopper krass hinbekommen, 100%. Ja, ja. Generell alle so und die werden sich vorher schon mal Gedanken darum gemacht. Ich glaube, die werden Chopper oft in so einer Hybridform zeigen, wo wir anders aussehen. Ich glaube nicht, dass die jetzt CGI-Dings machen werden. Ganzes Budget von der Serie ist reingeflossen in den ersten Alvida-Ship-Fight. Stimme ist auch wieder Piep. Geil. OG-Alvida. Oh, cool. Oh, Digga, Steckbrief-Animation. Das ist geil. Ja, das ist echt geil. Das ist sogar die OG-Alvida-Stimme, ne? Weil die hat ja später Sim-Switch. Ja! Ruffy! Laser, Digga. Geil. Corby, wisch die Sauerei aus. Oh, wie die gespuckt hat. Diese Spugge. Corby, jawohl! Links ist Lucky Roo! Das ist geil, Digga. Ist richtig schön. Oh, großartig. Echt jetzt? Ja, weil ich auch ein Pirat bin. Oh, also. Du siehst nicht aus wie ein Pirat. Die Stimme catcht echt gut den Charakter. Das ist crazy, Alter. Das ist Jessop! Warte mal, war das Benny? Ja, das war Benny. Das sieht ein bisschen. Oh! Geil! Ja! Alles klar, Captain. Schon gefragt, wann du auftauchst. Wow, iconic. Wow, was war das für ein Heiltrank? Die Männer brauchen Drink. Hi, Captain. Beckmann noch mit Haki-Kugeln bewaffnet. Craig Beckmann. Ey, hat man die Pferdefrucht eigentlich schon gesehen? Nee, ne? Leg das weg, Ruffy. Oh, cool. Nee, noch nicht. Ich hab keine Angst, mich zu verletzen. Lucky Roo mit der Keule im Mund. Und ich muss ihre Zehennägel lackieren. Die Augen sind einfach. Corby! Corby ist einfach so ein Tier 3 OnlyFans-Sub. Voll cool, aber Alex, dass sie dich gefragt haben, ob du Schnarchen aufnehmen kannst für die. Du bist zu dürfe, Lauren Nordsauer. Die Alvida ist echt süß. Ich bin Monkey D. Ruffy. Noch nie von dir gehört. Gut. Ey, ich bin so bereit für das größte Gabu Gabu, was ich hier gehört habe. Oh, Gabu Gabu! Gabu Gabu! Gabu Gabu! Gabu Gabu! Pistole! Wow! Boah, Digga! Cool. Das Ding ist, also, wo sie mit der Keule angegriffen hat, war jetzt nicht so überkrass, aber das ist ja nur der Anfang. Wenn das erfolgreich wird, kann das ja überheftig werden von der. Jetzt wird's, glaube ich, geisteskrank mit Zorro, ne? Ja. Sixes Island. Geil. Das Geleakte. Zorro. Ey, das haben wir schon gesehen. Bro, One Piece Consecration ist so geistkrank, Digga. Sogar Live-Action-Serie haben die Spoiler. Das ist nicht mehr normal. Boah. My man! Wie bist du's? Zoro. Ich hab die Stunt-Szene gemacht, Jungs. Ach, deswegen war das so kacke im League. Ach so, jetzt verstehst du. Scheiße. Oh, dang! He did! Bro, er ist so ein League of Legends-Charakter. Aus einer FPS-Randnotiz haben sie den kreiert.
Du verfolgst mich schon seit 3 Tagen. Ja. Das ist halt echt so. Eine Organisation namens Barockfirma. Wir sind an deinen geile Karte, Bro. Oh, richtig hübsch. Jetzt schon, Digga. Ich find's krass, dass sie die Physik von Zorro gebaut haben mit den normalen Beinen und dem krassen, breiten Oberkörper. Dann hätte ich gern die Nummer 1. Gut getroffen, würde ich sagen. Geil. Geil. Digga, Zorro ist so cool. Er hat schon heftigen Vibe, kann man nicht sagen. Und aufgeschrieben. Boah, krass! Wow! What the hell? Das meinte ich, das meinte ich. Haltet ihn auf! Haltet ihn auf! Ist das so krass! Halt ihn! Also wenn sie das so machen, wird Peru sowas von der Bombe sterben. Ja cool, strandbar sind die eigentlich. Sehen! Generational Hater, Alter, als Maul! Die Nika-Frucht. Die Nika. Hallo! Bro, es gucken auch Netflix-Zuschauer zu. Jan, zügel dich doch mal. Sonntag. Das ist die Hito Hito Nomi! Oh, oh geil. So die sieht ein bisschen aus wie Plastik. Ja, das ist die World Seeker. Ja, finde ich auch ein bisschen Plastik. Stehen, Bro. Bro, chill, LOL. Einer reicht! Das ist ein Cheesecake, ja genau. Schmeckt das so gut oder was? Oh, da ist er, The Legend! Oh. Makino, Digga, Crackino. Die sehen aus wie Dothrakis mit ihrer Schminke und allem BTS. Hast du einen Digga, kann man das so wie machen? Mit der Finger. Das hätte ich gerne als wie gemacht. Oh nein. Dieser Slap. Bro, handelt Corby. Das ist doch. Wenn du das machst. Ich wollte Chucks an. Ich wollte gerade sagen, Chucks, ja. Ne? What the hell? Emily. Jetzt bin ich wieder aufmerksam. Ich dachte immer, du bist ein Hater, Kudo. Kudo sitzt da mit Hand in der Hose jetzt. Es ist echt wieder ey, eine schön. Ein fairer Tausch dafür, dass wir dich retten. Arsch, die Kopf der Echte. Tut mir leid, Jungs. Danke. Wir haben genauso Sport. Viel bekommen wie jeder OnlyFans. Ja, geil. Bellamy! Hello. Foxy! Krass. Jan! Boy. Da stand Jan daneben. Easter Egg, One Piece Juridiker, Jan. Daiktasch! Das sind beide! Beide Bestellungen, hallo. Ich muss ehrlich sagen, die Nahaufnahmen. Die sind auch immer richtig gut, finde ich. Ja, weil es eine Frau war, sagst du das jetzt, ja klar. Ich kann nicht durch das Tor in die Basis reinmatschen. Am Trikot durch die Blume, ich finde sie nice. Vielleicht. Ach, hä? Hä? Alright. Das ist aber im Source anders. Ja, ich gebe deine Änderungen, Leute. In so einen Sack gesteckt, als wäre so ein Hühnchen. Nice, ja. So ein halben Körper, Digga. Oh mein Gott. Oh, ey, das ist unglaublich, wirklich. Oh, geil, er macht nur mit dem Dings. Hammer. Gar nichts gemacht praktisch. Ruffy jetzt schon Fanboy. Ja. Ha, geil, ey! Oh nein. Oh, die Stimme! Ja, die OG-Stimme. Was ist so besonders an dem alten Ding? Die Nassen. Das ist mein Waluigi Monji. Wir brauchen dringend einen Plan. Ha, er spawnt einfach so. Lol. Er guckt sich so selber an. Das ist so ein alles Targaryen einfach. Ja, ne? House of the Dragons Staffel 2. Hoffentlich bei jeder neuen Charakter-Piraten-Einführung kommt dieser Steckbrief so rein. Das wäre geil, ja. Ne? Ey, wann hat Ruffy sein erstes Kopfgeld bekommen nach Arlong, ne? Mhm. Wäre geil, wenn die das noch so gegen Ende so einblenden, als ich so. Machen die bestimmt, oder? Das wäre cool. Im Namen des 153. Marinekorps! Digga, du hast eine Axt, mach einfach auf! Jo! Tschüss, Digga! Yo! Oh, cool. Now oh we yeah. Cook! Was macht der also damit? Ey, der braucht so eine Kieferstärke für diese Drehs bestimmt. Der Bro will not a crew. Ach, die haben sie jetzt erst gecuttet. Ich nehme euch mit und dann übergebe ich euch meinem Vater. Ey, Herr Mepo Schauspiel ist echt peak. Digga, diese Kriegsschiffe. Bille. Komm, ja. Die ist so geil. Ey, Hammer. Da passt perfekt. Hammer. Ich finde, der passt perfekt. Er wirkt noch ein bisschen zu ernst. In ja, finde ich auch. Ein bisschen auflockern wäre geil. Ja. Oh, the Goat. Der hat schon eine Wampe. Was willst du machen? Wer ist denn aber Bogart oder so? Das sind die Kekse, so? Ja, ja. Da waren die Kekse. Goat. Auf dem Teller. Guck, wie cool das ist. Bogart weiß. Ey, guck, wie geil, ey. Bogart weiß. Genau wie wir. Gebatch. Oh mein Gott. Sasuke looking ass. Oh, here he is. Oh, dein Conny Ball! Digga, die Fleischnase, oh mein Gott! Oh, Kakun! Oh, yeah. Yeah.
Hallo! Geisteskranker Psycho. Wow, ey, it's crazy. It's big win, man. It's a good show. Buggy. Yo! Wow! Peace wins. Fans kriegen einfach nur noch W's, Alter. Für immer und ewig. Ist crazy. Wer ist denn Shanks? Kämpfen ist nicht alles. Kaiser? Ich werde mit... Moin! Servus. Gebash! Hä, sind die so gezwungen oder was? Ja, das scheint ja richtig Spaß zu machen. So Tenryu Bito Vibe, Digga. Modi ist dieses Girl beim Boxen, die immer die Runden zeigt. Ich wette, jede Nase da draußen im East Blue kennt dich. Did he say no? Does he knows? Ich sagte, ich hätte jede Nase da draußen. Does he knows? Diese Karte vom Schwachkopf mit dem Beilarm zu klauen. Ich bin Lorinor Zorro. Legt eure Waffen weg! Kawaji! Kaiser oder was? Kawaji denkt, er kann mit sie mitbumsen! Oh man! Cadet It's the Corp. Cadet Corps! Weißt du denn gar nichts? Ey! Vizeadmiral! Ey, Meppo ist mein Liebescharakter bis jetzt! Hä? Das ist der Bürgermeister, ne? Bürgermeister, oder? Ja, ja. Gamu! Gamu, Gam, Gam! Oh ja! Oh cool! Ja. Er hat ihn weggegamut! Bin ich doch gerade so Bro, bin ich so stark? Hammer! Oh damn! Ey, das cool. ist so eine geile Frucht eigentlich. Echt crazy. Ja. Glaubt ihr, wenn Buggy sich in ganz viele Teile teilt und die dann mit Haki überzieht? Atome. Geil! Dieser andere Drip. Er kommt da so reingefahren! Ist sicher stabil im. Kawaji! Komm rein, Matrose! Oh Gott! Oh, geil! Ich liebe die Digga! Wie geil ist das? Bro, Boga ist einfach der geilste. Guck ihn dir an. Glaub, soll mal ein bisschen lustig werden jetzt. Ich glaube, die machen das extra und brechen das dann gegen Ende so der Staffel. Ja, ja. Zu den Grundwerten der Marine. Habe ich recht, Bogart? Ja, Sir. Ja. Dann lass ihn uns gemeinsam finden. Bro, Gab wirkt bis jetzt wie der größte Antagonist, der jemals gelebt hat. Man hat mir erzählt, dieses Drecksloch wäre beliebt. Boah, mein kingisischer Onkel. Das Smile! Bro, Lucky Roo is cooking, man! Oh, das ist Benny Crackman! Da ist wieder What's Up Dad Yasso! What's Up Dad Yasso! Also wirklich, Yasso ist ja wirklich Big Daddy! Oh! Digga! Like that, like that! Ben Beckmann ist der gleiche, der in wenigen Monaten zu Kizaru sagen wird, halt schon. Und ihr kämpft gegen zwei Banditen. Du wirst dir wünschen, du wärst nie geboren worden. Glaub mir, das wünsche ich mir so jetzt schon. So gespannt auf diese Kette. Jetzt schon gut gesagt, komm. Das ist echt krass. Na los, verschwinde. Oh. Yo! Something happened here! Gänsehaut. Aber die Armszene war so ein bisschen, man hat das schon fast gar nicht mitbekommen, ne? Jetzt. Shanks! Dreh dich nicht um. Cool. Achso, cool. Ey, mach nicht Zwergbart, das wäre ja richtig lustig. Ja, aber wissen die ja, aber mal gucken, wie das aussieht. Ja, bitte! Ja, bitte, bitte, bitte! Geil! Ja. Geil! Ey, wie geil! Ab zu Gaibon! Shushu! Shushu! Endlich! Ja. Ich hab ihn schon aufgegeben. Ich auch! Wusste, dass er kommt. Sorry, Digga. Ich glaub, der One Piece lädt sich ja wieder. Digga, als würden sie sich das entgehen lassen. Ihr braucht das Bro, die geben sich doch Creek entgehen lassen! Bro, die geben ihm zwei Würstchen fürs Retten des Dorfes! Wenn wir uns wiedersehen, gibst du ihn mir zurück. Aber erst, wenn du ein toller Pirat geworden bist. See you in Season 35. Ey, ich hätte mir aber ein bisschen auch älteres OSCs gewünscht.
Ja, ich hätte mir auch Remastered gewünscht. Ja, so Remastered. Ja, aber ein bisschen weich haben sie genommen. Es gibt One Piece OST, was fast so, also vom Klang her ähnlich war. Aber Overtake müssen die machen, ne? Geht nicht anders. Dim, tüde, dim, dim, tüde, das muss ich hören. Oh, die Liz am Start. Oh, geiler Übergang. Dirk Meier. Was mit seiner Nase? Mann, Alter, sieh, Alter, dein Maul! Verlässt du dich? Ich weiß, dass sie kommen. Ey, die Stimme ist. Ja, das ist die nice Stimme, ne? Der Wahnsinn. Hä? Das Montag für Lucio. Oh, cool, Digga. Ey, der war stark, Alter. Mit dem Metalamin. Es kommt wieder Grumpy Ass Garb. Krass, dass sie das Schiff gebaut haben, ne? Oder jedenfalls Teile davon. Keine Ahnung, wie sie es gefilmt haben. Ich glaube, wenn er Ruffy trifft, dann ist es auch ein bisschen lustig. Also ich hoffe sehr, dass sie das extra machen, dass weil die Story ein bisschen anders ist. Ja, ja, dass dieser Break am Ende kommt, wenn er so Kanonenkugel wirft oder so einen Scheiß und dann so lacht. Das wäre so geil. Mensch, du bist in allem talentierter als ich, oder? El Meppo, aber alt, also wirklich komplett 1-1. Na endlich wurde auch Zeit, dass einer von euch verdammten Hobbyartisten hier auftaucht. Oh. Oh, der sieht gut aus. Warum hat der Akasa-Team? Digga, der Gesichtsausdruck ist einfach so geil. Eine echte Schönheit, oder? Echte Schönheit, oder? Du kannst reden? Nein, hier drüben. Klabauter, Mann. Ein paar Bretter und ein paar Nägel. Oh, diesmal kein 8000 Mann. Na klar. Digga, Freddy faulig. Sieht echt ein bisschen krank aus dem Gesicht. Ja, wie geil. Warteszene kommt jetzt. Ne? Ich schwöre vor allem, ich wusste, dass es von dir kommen wird. Ja, LED einfach, warum nicht? Piratenzeit, Alter. Hier LED. Ambiente Beleuchtung. Ja, und schon. Wo ist der 4K-Fernseher? Dann finde ich einen anderen Weg. Kein Strom. Strom, aber Zähneschnecken. Nee, nee, nee. Nee. Ist wirklich nicht so, ne? 6 von 10. Du siehst aus wie Nami. Geil. Und das Schiff zerstört. Oh, sorry! Daddy, Daddy, hallo, Daddy, Daddy, Daddy! Daddy, Daddy! Mann, wo sind Möbel und Zwiebeln? Oh mein Gott, du hast recht! Ach, Bullega. Let him cook. Let him cook. Du bist immer noch am Zug. Ey, Junge! Let me in room mit Korps, Alter. Das war ihr Schachspiel. Den ich mal erlegt hab. Das ist ich hab das Teil auf den Grill gepackt. Und echt? Hab ich gar nicht erkannt. Ja, ja, doch, doch. Ich dachte, das wäre ein anderer Charakter mit dem komischen Lammkopf. Ja. Der sieht ja berufsam wie cool. Boah. Der war dreckig. Bro, ich hab langsam das Gefühl, dass sie Paprika, Mürtel und Zwiebel gekattet haben. Ich hätte wissen müssen, dass Lysop uns Gesindel ins Haus bringt. Boriga, ist schon okay. Ich hätte wissen müssen, dass Lysa uns Gesindel ins Haus bringt. Ja, Meppo. Verzeih. Komme ich gerade ungelegen? Wie guckt. Digga, ist er ein Mink oder was, Digga? Also, check sein. Check ihn mit. Lämmchen! Alter. Yay! Digga, wie kaltblütig. Wie kann er das überleben vor allem, hä? Hallo? Hä, hey, weißt du doch gar nicht. Vielleicht ist er tot. Ja! Oh, shit! Geil! Oh mein Gott! Lani! Und was machen wir jetzt? Eine Pyjama-Party oder uns schminken? Yay! Ich bin dabei. Ja, ja, alles okay. Nur ein Affenmensch. Krass, er hat eine richtig große Schüssel getroffen. Hä? Sie ist eher meine beste Freundin. Friends und Bo. Er soll mal ein bisschen grinsen auch, Digga. Er ist ein bisschen zu sehr timeskippt. Der will wirklich jeden zusammenschlagen gerade. Sieh mal einer an. Bro, can do the ass willin. Oh. Kuro. Okay, here we go. Oh. Oh shit. What happened here? Das glaubt ihm keiner. Piraten! Piraten! Bankino. Aber nachdem er aufgeflogen ist und weggegangen ist. Ja, Eugene. Eugene! Eugene! Wahrscheinlich nicht mal eine Platzwunde. Lächerlich. Sieden macht wieder Powerscaling. Geh wieder melden. Sieden geht gleich TikTok live, macht Powerscaling vor und Peace Live Action.
Lass bitte rauskommen. Oh, it's a Sorry-Flashback-Folge. Aber eine Sache passt ja mit Corby nicht, ne? Wir haben ihn ja nicht gesehen und dann war das ja nicht so weird für uns, dass er so groß war, weil jetzt sehen wir ihn ja die ganze Zeit in der Zeit. So, dann ist er ja in 2 Wochen so krass gewachsen, wenn die das machen. Du kennst Ruffy? Ja, mein anderer bester Freund, er ist auch in Gefahr. Heißt das, Ruffy ist auch in Gefahr? Mein bester Freund, ihr kennt euch seit 5 Minuten, ihr Wichser. In 2 Wochen so, nur ein paar Nägel und Blätter. Dafür sind wir da. Er hat zu viel Teigtasch gegessen. Ich wünsch dich, ey, die haben Möhren und so echt gecuttet. Jan, ich hoffe aber, dass du dann in Season 20 Edward's Feeble spielst, ne? Aber dafür musst du ein bisschen noch verkrüppeln, deine Muskeln. Mach ich. Aber ich würd's fühlen, Digga, sag ich ehrlich. Strich durch die Rechnung machen lassen. Dieses Borregar ist halt echt so ein richtiger Cartoony-Ass-Willen, ne? Aber es ist echt so voll fitting. Es ist voll nice, dass das so ist irgendwie. Die Polizei ist da. Sind sie Captain Black? Nein. Okay, tschüss. Flashback! Oh, yes. Shimotsuki Blitch! Oh! Koshiro! Damn, Bro! Oh, sein Mantel ist schon meat fresh. Nochmal! Oh, die OG-Stimme, geil. Ey, es ist die richtige Stimme, ne? Ja, ja. Hör mir doch zu! Lemmy! Klar muss der Strom mit dem so einem Backboard gesteuert werden. Backboard, er kennt's nicht. Steuerrad. Wir müssen sofort hier raus. Es gibt eine Kurve, um die Sicherheitsgitter zu öffnen. Oh nein. Nein. Imagine. Lüssum aus der Bar. Oh, perfekte Sonne. Wenn ich so eine perfekte Sonne hätte, wäre ich auch 1A Schwertkämpfer geworden. Ist das schon ist der Moment? Video. Ja, ne? Oh, nicht in der Nacht. Oh, schade, dass sie das nicht nachts gemacht haben. Kommt bestimmt auch noch. Nee, das ist schon der Fall, glaube ich. Ja, die haben doch Schwerter, die haben doch nur ein bisschen Schwerter und so gekämpft. Du hast nur deshalb so viel erreicht, weil du ein Freund von diesem Strohhut bist. Oh, hey, wir wollen mal aufzuhalten. Oh. Ja, geil. Pah, Alter. Pah, bis jetzt haben wir echt gar nicht so krass auf Easter Eggs geachtet, ne? Uns ist fast gar nicht aufgefallen. Ey, Digga, die haben einfach Möhre, Zwiebel und Apfel gecuttet, Leute, Jungs. Versteht ihr das? Ah, die kommen noch. Nein, die wurden gecuttet. Das heißt, das ist Igaram, Joy. Igaram. Ich wusste, dass Jan das sagt. Ich wusste zu 100%, dass Jan das sagt und dass er jetzt das sagen würde. Ja. Mickeys Clubhaus ist das. Da kommen alle Lieblingsanimes von Seiden. Das Haus ist halbe Black Bulls Orden. Ach, Seiden. Ey, Lämpchen ist einfach mittlerweile verwest, oder? Wenn er am Ende auftaucht, ne? Der lebt am Ende wieder. Ey, das wird so geil das sein. Nicht. So putz munter, ja, so weiß, moin. Mal sehen, ob die ein anderes Wording benutzen, um ein bisschen so klarer zu machen, was denn der Fall ist. Diese japanische Sache, warum die gestorben ist. Mit der Treppe und so, das hätte ich gerne noch irgendwie verpackt gehabt hier. Das mit dem Tunnel. War ein bisschen dünn, der Flashback. Ja, das mit dem Tunnel hochklettern ist geil mit dem Flashback, das passt richtig gut. Aber ich hätte mir gerne dieses Dings gewünscht, dieser Schock, dass sie tot ist und warum sie auch gestorben ist, so, dass sie sich so schwach gefühlt hat. Es war im Original, war das ja extra so geheim gehalten, wie sie gestorben ist, so, damit man sich denken kann, okay, ist das Ding, dass sie sich umgebracht hat, weil sie sich so wertlos fühlt oder halt die Richtung. Das kommt hier gar nicht rüber, hier ist einfach so, ja, sie ist tot. Oh, da gar keinen Bock drauf. Hey, Haarschnitt. Er nennt ihn Haarschnitt. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich würde schon feiern, wenn er ihn so eine Pistole drückt. Aber ist gut so. Bisschen Character Development dann für später. Ja, ist cool, weil hier ist es ja so, dass er ihn jetzt hier nicht aufgehalten hat, sondern später aufhalten muss. Das funktioniert schon gut. Digga, Borregar spielt einfach mit dem Verstecken. Ey, meint ihr, das wird diese Folge noch beendet? Ja, weil wenn jetzt noch, da muss ja noch Jacko und ja, so. Ja, Jacko ist glaube ich nicht hier dabei. Und dann kämpft er jetzt gegen hier, nicht Flecky, sondern wer heißt der, der andere? Sane? Sian? Ey, Bro, ich würde jetzt so feiern mit 1, 2, Jacko, das wär so geil. Ja. 2, Jacko. Oh nein. Nein. It's Flag Boys. Batman aus Wanukuni. Ach, Narbe. Ach, der hat Jan wieder die Narbe bekommen. Ja, der hat Jan wieder die Serie nicht richtig verstanden. Ey, Jan, ne? Deine Videos immer mit falschen Infos. Hat sie sich einfach einen Pfeil auf die Nase gemalt? 7,3 von 10 hat es bekommen, Netflix. Serie. 7,3? Boah, Digga, ja, schon. Insgesamt? Also für das Zeug, was Netflix sonst so released, ist hart, Alter. Ich glaube, mit Baratie wird wieder besser. Das waren nur die ersten Sachen, die gezeigt haben von Materialien und so. Bock. Ja, ich brauche, also von Zorro bin ich echt zufrieden. Ich brauche auf jeden Fall nochmal so 3, 4 richtig starke Rufs sehen. Jetzt muss man auch sagen, die beiden Pappnasen hier, die waren ja auch im Manga und Anime jetzt nicht wirklich krass, ne? Ja. Das sollte man nicht vergessen jetzt. Er ist einfach Harry Potters Vater.
Ja, okay, aber echt wenig. Er sieht den Mond. Er hat echt wenig Battle Damage getaked, ne? Warte mal, die waren die ganze Zeit, Jun haben nix gemacht? Ja, was sollen die denn machen? Bro, wie wär's mit Lysops Szene, wo er Kaya da sitzt? Papalapup. Einer gegen alle. Nee, da muss doch was kommen, das wäre echt mies für Lysop. Trick, guck mal, helft dir die Treppe runter. Ja. No way, man. Ich glaub, die lassen Lämpchen jetzt wirklich tot. Ein treuer Freund. Wahr. Die Erinnerung an ihn lebt weiter. Digga, er ist wirklich tot. Hiermit taufe ich das. Hä, der ja, lebt warum? Doch im Manga, oder? Ja, natürlich. Manga, ja. Bro, die haben einfach aus Lämpchen Döner gemacht. Was ist jetzt mit Boregar? Ist er einfach in den Garten gefallen? Oder? Jo, der bleibt da jetzt. Ey, die haben einfach meine drei Dogs gecuttet. Ich brauche ein Lämpchen. Nein, gekillt. Die sind nicht hier. Ey, wenn Lämpchen stirbt. Kaya hat doch niemanden mehr. Der dann Kaya, Kaya, am Ende. Kaya hat ja niemanden mehr jetzt. Es kommt der Disconnect. Oh! Oh. Was? Was? Das was? Oh. Digga, kein Möhre! Kein. Doch, komm noch, komm noch. Kein Apfel. Komm noch. Das Schiff sieht aber geil aus. Das ist der Soundtrack. Ey, aber voll geil. Flying Lamp jetzt so zu sehen, wie sie ist, Digga, so ein echt voll nice. Das war ein bisschen schwach, muss ich sagen, weil die Story von Lysop war ja, dass er mal so Mut beweist und so, ne? Aber der hat ja gar nichts gemacht. Ping-Pong! Ping-Pong, geil! Oder da ist er weit abgeseilt. Opa? Opa? Geil. Wellenport? Voll nice. Cliffhanger. Da hat jetzt ein Ace-Sneak Peek, das wäre auch lustig. Ey, ich will den Opa sehen aus dem Filler. Was soll diese Flagge? Ja, Hawaii Hemdo! In der Dorf! Oh nein, Lämpchen! Lämpchen ist. Löst da wohl schon mal die Blätter raus. Yeah. Ja! Let him cook, man! Oh, geil! So gut gemacht! Oh, Ballon! Wow! Ja! Okay, das war stark! Okay, geil. Okay. Zum Glück. Boah, ey, ich kann grad nicht. Gerade hat sich nochmal gerettet gerade. Ey, ich hatte gerade richtig Schiss, Alter, ne? Ich hatte richtig Angst, dass sie das verkacken. Guck mal, sorry, wird auch nicht in Lockery. Ein Gum-Gum-Ballon, ey, der ist so geil. Ein Gum-Gum-Ballon. Ja! Oh! Ey, die ist einfach gerade in Addons Founding Titan reingesegelt, Alter, dieser ganze Rauch. Irgendwo am Kochen. Richtig Baba-mäßig. Jemand ist am Kochen. Also in diesem Fall. Finden wir einen Tisch. Warum ist hier ein Fischmensch? Wir müssen hier draußen einen Tisch suchen. Oh nein! Doch! Geil! Ey! Digga, ich hab auf den. Ist das Isaac? Die Angst, dass die ins Oh, ich dachte schon, Digga. Ja, Zorro kann das besser. Ich hab den einfach verprügelt im Restaurant, Bro. Darf ich Ihnen ein Aperitif bringen? Wir haben einige ausgesuchte Mikio-Jahrgänge auf Lager. So, leute den jetzt schon! Oh, shit! Wir werden dieses Problem allein lösen. Er hat keinen Bock, China um Hilfe zu bitten. Okay. Oh, so, er redet so mit. Wow! Was? Ey, geil! Digga, sag mal, was ist denn so? Ja! Alter, das ist fire! Ey, ich hab erst gesagt, von ersten Shots, dass Neo echt work ist, aber wow, er ist echt cool. Hammer, echt. Tom Creek? Krondi! Ja! Oh, ja! Let me cook! Ey, wie krass das ist, ne? Oh, cool! Das ist ein Soundeffekt auch richtig geil. Ey, wie diesen Krieg darstellt, voll gut, Alter. Boah, jetzt Kaiser ist natürlich die Frage, ja, wegen Time. Wenn die, ich glaube, die werden ihn nicht gegen Ruffy kämpfen lassen, ne? Ich glaube, die weil das Ding ist, die haben ja gekämpft und dann sind die ja Tage gesegelt und angekommen. Aber die sind ja schon beim Ballotti, also geht das ja gar nicht. Gleich kommt Jeff ans Fisch. Kriegt einfach alles hin. Wer zum Henker ist, Monkey ja. Ruffy! Oh, geil. Oh, einfach Instagram-Party bei Baratti, what the fuck? Yeah. Aus dem ersten Opening. Digga, Zorro und Shisha war. Meine Träume sind wahr geworden. Im Gegenzug erhalten die Samurai freie Hand. Warte mal, ist das nicht Common Knowledge mit Siegen Samurai? Kobi tut so, was so voll. Geheimnis. Ja. Oh! Shino! Hä? Ich bin auch heller geschlachtet. Also die Cutting Skills sind jetzt aber nicht hundertprozentig du. Die waren so wie von mir. Oh, geil, die haben sogar das Gericht gemacht. Ja, ich schnappe es hier und werde der König der Piraten. Er isst diese Schüssel, als wäre das so seine Kelloggs. Wer dein Leben lieb ist, vergiss das One Piece. Ey, Johnny Yosaku sind durchgeskippt worden, ne? Fuck! Warte, das heißt. Digga, die haben mir meine 5 Lieblings-One Piece-Charaktere genommen.
Ja, die können doch noch kommen. Nee, die wären ja schon hier. Mann! Kein Johnny, kein Yusaku und kein Dick. Jonathan Jones. Oh, Dick wäre nice, ey. Oh Mann, ey. Stell dir vor, Kopfgeld-Transition mit Dick. Ey, komm, ich stell dir die anderen vor. Leute. Vielleicht gerade so, wer ist Mio? My man. Geiler Shot. Das Geil. Ist der Moment, Jungs. Wenn ihr das hinkriegen. Yeah. Geil! Disrespect! Disrespect. Ja. Geil. Boah. Musik ist so nice. Jo! Egal. So wer hat Zoro da weggenießt gerade? Ich hoffe, die anderen Schwerter gehen aber kaputt. Sonst will ich das. Ja, das werden die machen. Ja, wo soll er aber der neue herbekommen? So. Ja, ohne John und Yusaku, Alter. Aber ja, er hat die Schwerter ja von den beiden gehabt eigentlich. Oh. Digga, krass. Ich werde auf dich warten. Das hat er ein bisschen zu kalt gesagt. Keine Ahnung. Wir brauchen einen Arzt. So viel ich weiß, gibt's hier keinen. Raffi! Sabo-Flash, ich sollte gerade kaufen. Warte, wo willst du hin? Ich werde seinem Freund helfen. Das Essen bereitet sich. Sanji erwürgt ihn gleich, sodass er schneller stirbt. Oh yeah, Jeff. Guck mal, die Augenbraue ist da. Mhm. Ja, ja, ne? Aber warum? Macht doch gar keinen Sinn, hä? Like that. Bro, Sanji will ihn umbringen. Falkenauge. Bro, also. Gab es Falkenauges, Bitch? Boga, räum auf. Ich muss jetzt wirklich Zoros Wadi Ichimanki fertig machen. Wadi Ichimanki. Oh, geil. Unser Sanji will zum All Blue. Ich muss ihn leider enttäuschen. Nein. Digga. Was? Geil. Ich so lieber sterbe ich, als dass sie mir die Soße versauen. Ach, ich glaube, das wird komplett geskippt. Die können den Anker gar nicht machen, weil das ist Anime-Only und die haben ja sich an Manga gehalten. Ja, ich glaube aber, die skippen das Bein komplett. Ein Unwetter. Nee, das wird drin sein, 100%. Cool. Geil. Geil. Baldigo. Ich will keinen Mucks von dir hören, bis du ein Schiff siehst. Ich war erstmal kein Fan, aber Jeff macht es echt gut, Alter. Alle Anime auch nicht so, hä? Das war im Anime ganz anders. Viel besser in Live-Action. Hätte ja Sommersprossen. Richtig abgemagert. Na gut abgemästet ist er. Digga, voll gefressen. Ey, Mann. Ich muss ihn abstechen. Ach ja, stimmt, der wollte ihn abstechen erstmal. Ja. Oh, okay, die gehen all the way. Ich glaube, hier macht das schon. Das ist Jan mit den 15 Uhr Hunger. Ja, genau so. Wirklich. Abgemagert, schau ich. Immer noch voll das runde Gesicht. Ja, Jungs, was soll die denn machen? Soll die in die Fresse schlagen oder was? Ja. Musik ist schon mal gut, Digga. Aufbau ist geil. Er muss jetzt wie so ein richtig gestandener Mann da sitzen. Boah. Alles nur Gold und Silber. Ey, ohne Jeff ist so geil, ne? Boah, geil. Geil. Geil, perfekt. Okay, das fühle ich ein bisschen, Digga. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist? 10 out of 10 gemacht. Ja. Boah, der hat mich emotional abgeholt. Ich fand ihn nicht stark. Ich würde beide Arme und Beine essen, um Zoros Leben zu retten. Von Zorro. Mit dein stolzer Entdecker namens Noland, der Lügner. Oh, Nolandy! Hallo. What? Chat. Ey, die Fischmenschen-Musik so mit... Diese Drill-Musik ist absolut Feier. Digga, die ist einfach so ein Rapper, Bro. Kiss, Alter. Kiss. Niemand verlässt den Raum. Digga, diese Drill-Musik. Vielleicht liegt das daran, dass ihr gar keine Fischmenschen kennt. Außer denen, die auf euren Schiffen arbeiten oder in euren Häusern. Ich hab das gegen ihre Leute. Hey, Strut! Was? Vermisst? Geil! Glaub mir, ich wäre auch lieber gerade woanders. Aber diese feinen, fischigen Freunde haben mich überredet, ihn. Ich habe Augen und Ohren über. Oh! Das hab ich ja schon gedacht. Cool! Oh nein, Jeffy! Das ist Okta, wenn man ihn braucht. Oh ja, Okta! Nicht, dass sie ihn auch gekattet haben.
Ich denke mal, dass sie jetzt verlieren werden, Nami mitnehmen werden und sie deswegen dahin gehen werden. Dann Nami nutzt jetzt die Situation aus und fährt in den Dorfschild zurück mit dem Schiff. Weil die ist ja gar nicht mehr zu sehen. Ich komme auf die Musik oder nicht mehr, ich kann nicht. Was ist bei Arlong? Was? Das glaube ich dir. Bro, Sanji ist Jack, Digga. Dame. Daddy. Alter. Meint, jetzt kommt diese geile Verbeugungsszene. Ich glaube, sie werden es ein bisschen ändern, weil es macht jetzt mal nicht so viel Sinn. Nicht alles mit Ohren. Redest du jetzt weiter oder lässt du mich endlich schlafen? The Shipping Moment. Bis wir das One Piece finden. Oder auf der Suche sterben. Geil. Digga, Lysop ist einfach ultimativer Statist in dieser Staffel. Wir sind geschwommen wie Kanalratten. Die hatten Panik vor dir, ha? Ja! Cool, ey. Bro, ist geil! Das war echt ein cooler Moment von euch. So mit den drei. Richtig cool. Jetzt stell mal vor, John und Yusaku wären noch dabei gewesen. Hast du nichts so zu Zoro? Ey, Zoro! Ja. Ja! 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 Oh, zum Glück, ich hatte schon ein bisschen Herzinfarkt hier. Hä? Ja, er macht auf dem Schiff jetzt. Hey, Sanji! Was? Ja, ey, Chimmers. Er ist auch erstmal so gegangen im Beef, Digga. Pass gut auf dich auf. Jeff ist so süß, Alter. Ja. Ultra. Mach's gut, Jeff. Hey, das passt schon, das ist genauso. Ja. Ich schulde dir mein Leben. Danke, dass du meinen Mist die ganze Zeit lang ertragen hast, alter Mann. Ich werde dich nie vergessen, Jeff. Geil. Stark, Digga. Ja. Das war doch noch okay, ey. Das war echt gut, Digga. Aber dieser Moment hat holt mich immer, ne? Ich sag's dir, diese Scheiß. Oh, ja. Da, Jeff, das ist zu krass, ja, Alter. Ja. Aber Nami, der Spiel kann nochmal richtig. Der ist ja noch hier, geil. Oh mein Gott. Das he knows. Hallo, meine Freunde. Ey, das ist so eine geile Dynamik, ne? Not a crew. Does he knows? Ey, echt cool. Also, das Buggy Hi. Ist echt Hammer. Schreib es mir nicht ins Gesicht. Ey, warte mal. Hey, guten Morgen, die beiden hatten ja nie eine Interaction gehabt, ne? Lysop und Buggy. Melbear. Nein, hast du nicht. Ich bin schneller als du. Willst du den gottlosen Haircut haben? Teletubbies, Digga, was ist das denn? Hä? Nami, du bist dran. Oh, die Stimme, Bro. Belmer, the OG. Du lügst und betrügst. Du weißt, Bro, Kiss ist der Geilste. Tut mir leid, Freunde. Guck mal, Kiss hier die ganze Zeit guckt. Ich habe noch nichts gegessen. Ich auch nicht. Was? Oh, wenn ihr wisst, was ich schon gegessen habe. Janne schon 85 Tage auf der Insel. Ja. Bro, in dieser Serie haben die zwar mit einem Slam. Weil das war, glaube ich, einer der Slaps, die es auch so in echt gab, ne? Ja, jo. Oh, cool, wir sind schon bei einer Kuni. Die habt ihr nicht. Bro, sie ist die Einzige, die bunt ist. Die sind alle grau so. What the f***? Hä? What the hell? In 5 Sekunden einfach komplett Gegenteil von Ujiko gezeigt. Eddie war doch voll... Hä? Ja, war das noch nicht? Weiß ich nicht. Ujiko war doch voll cool, die hat doch voll gecheckt. Aber er ist so geil. Gänse. Gänse ist echt der Coolste. Ey, Mann, Alter. Das ist echt das Beste an der ganzen Adaption, ehrlich. Er ist der beste Koch, den du im ganzen East Blue findest. So was Gutes hast du noch nie gegessen. Lysop schwört. Hab nicht viel zu kochen. Lysop schwört, Digga. Der Kiss ist so weird. Ey, Digga, die haben Okta gecuttet, Boys. Ja. Der einzige Fischmensch, den sie wirklich benutzen hätten müssen. Alter, Arlong. Das kannst du nicht mit reinnehmen. Westside. Arlong geht gleich. Ausgesetzt, die haben ihren Trieb. Ratte. Oh no. Digga, den ist so erst drin, aber nicht Okta. It's ready. Ich liebe euch von Herzen. Wenn sie nicht gestorben ist, dann leben sie noch heute. Gottlos. Aber Nami Flashback habe ich auch jetzt nicht gefühlt, bin ich ehrlich, Alter. Ja, ich fand Sanji bis jetzt am geilsten. Ich fand Sanji echt stabil, ja. Die anderen Flashbacks fand ich jetzt nicht so emotional. Geil, jetzt mit Zoro auf Dach. Auch geil, dass sie die Dynamic von den beiden spielen.
Sie hat ihre Wahl getroffen. Bro, Zorro. Loyalität. Die haben einfach unseren lieben Okser cancelled. Das macht keinen Sinn. Digga, die haben Kiss full ausgestattet und Okta einfach ignoriert. Er trollt ihn einfach. Jetzt ist die Zeit gekommen, die natürliche Ordnung dieser Welt wiederherzustellen. Yeah. Oh, die Schauspieler haben sich bestimmt ein bisschen weird gefühlt, als sie das gemacht haben. Tötet sie alle! Ja! Yeah. Und der hat einfach eine... Hallo. Hallo. Oh. Oh. Ja, geil. Hallo. Jupp, jupp. Oh, geile Musik, Alter. Hilf mir. Na klar, helfe ich dir. Jetzt gib mir den Walk, Digga. Ich will den Walk sehen. Na klar, helfe ich dir. Oh. Hat er gut gemacht, die Naki. Yeah. Geil. Oh, geil. Smokey. Oh ja, Zauber sitzt genauso. Geil. Gehen wir. Jetzt geht's los. Hi, hi. Ja! Alter, Digga, Alter, Digga! Aua. Bro, wärst du mal kein guter Tattoo wieder? Bist du carried? Oh. Hallo, Peace. Scheiße, das sieht echt geil aus. Hallo, hast du es zu wahren? Hallo, hast du es zu wahren? Ey, Mann, Alter. Könnte so dumm sein, uns anzugreifen. Die Working Legend. Captain Lister. Yo! Lüssow snackt sich Highground erstmal. Highground, ja man, Fortnite. Oh, Fischstäbchen! Geil, ne? Oh, die Wunden, die Wunden! Boah, er säbelt die aber alle weg! Ja, in die Fresse! Oh, Kizzy! Oh man, it's time for some Lüssow action. Mit diesen Karten werde ich eine Welt erschaffen, in der die Fischmenschen das sagen. Digga, Kizaru hat ihn so sehr in den Kopf gepackt, dass er es einfach vergessen hat. Digga, der mit seiner Jack Daniels Flasche. Ich hasse ihn so doll. Geil. Na, eine Sache. Bro. Vielleicht solltest du zurück in die Küche. Genug jetzt. Raffi braucht uns. Boah, geil. Digga. Ey, Hauptsache, die entfernen einfach Okta und machen aus Lüssow gegen Kiss einfach den heftigsten Fight. Der Ketchup-Trick. Ja. Ja. Sogar den guten Ketchup. Der hat einfach Fischstäbchen gemacht. Oh mein Gott. Digga, da fehlt Okta. Die kämpfen jetzt echt so zweit gegen den. Ich verstehe das nicht, warum sie sich dafür entschieden haben. Ja, ich glaube wirklich einfach um Budget zu sparen. Aber der ist ja wichtig für später. Das war ein Fehler. Schwarzgurt, ey. Über Nami. Jetzt hast du verkackt. Oh, er hat es falsch rumgegeben. Alle großen Kämpfer haben Namen für ihre Kampftechniken. Ja, du fügst dich gut in die Crew. Nami! Geil! Geil. Ist wichtig, ja, ja. Ja, die Kalash! Geil! Komm, komm, die Kalash! Oh. Wow! Geil! Das haben die echt geil hinbekommen! Wir sind eine Crew! Guck mal, er ist Sanji, er so. Wie geil! Ich brauch keine drei Schwerter, um meine männliche Kraft zu machen. Oh! Oh. Hey. Jubel für Captain Lüssow! Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft! Hammer! Jo! Ja, geil! Ah, endlich Face off! Oh! Yo-ho! Oh, Ahnung, sag ich! Okay! Oh, Aki! Oh, okay! Haha, geil! Nimmst du eine Crew mit? Oh, ich dachte schon. Das schnell macht den so. Ja, so alle mitnehmen und weg. Ja, hab ich gesagt jetzt. Ja. Oh, der Blick in den Himmel ist geil. Digga. Endlich lacht er. Selina, Alter, sag. Mit Lissop. Oh, mit Lissop, cool. Komm, ist aber größer als Ruffy. Wann ist das denn passiert?
Geil. Ey, Jeff ist echt der geilste Side-Character. Was willst du? Ich will den Leuten unbedingt zeigen, dass Lauren O'Zorro nicht der Einzige ist, der mit Schwertern umzugehen weiß. Ey, das heißt Papa verhaften. Ich will auch stärker werden. Chill mal, Meppo. Für dich reicht's noch. Sogar mit einem Arm auf den Rücken gebunden. Wenn die jetzt schon drauf fahren, dann können die ja gar nicht auf Logton landen. Ich glaub, die müssen doch. Glaub, ja, die eigentlich sehen fürs Schwert schon. Ich werde der König der Piraten. Oh, cool. Geil. Ich werde der weltbeste Schwertkämpfer. Geil gemacht, muss ich schon sagen. Ja, sehr geil. Ja. Schwenker. Komm, zeig noch was. Im Teaser. Oh, das, Digga. Im Teaser noch, komm, irgendwas. Rauch. Oh, Rauch. Ja, Rauch. Dragon, chillt doch eure Eier. Es ist Dragon. Rauch. Sieht aus wie Smoker. Es ist Smoky. Geil. Wo ist der Greg Graffi? Erzähl mal. Smoky. Aber die zeigen Schauspieler nicht. Ah, das ist ein Smoker. Die Schauspieler nicht. Ja, weil der Tosch. Hä? Wieso haben die denn Dragon gecastet? Für was? Ja, nächste Staffel, ne? Oh, crazy! Ja, der denkt wohl eine drum. One Piece Live Action. Geil. Banger!